In Europa gibt es kaum Menschen, die sich im Gebirge bewegen und seinen Namen nicht kennen. Aus dem Herzen des Alpinismus ist er kaum noch wegzudenken, obwohl er mit Alpinismus heute viel weniger zu tun hat als damals. Viel Geschichte, viel Unglaubliches und unterm Strich auch viele Höhenmeter. Willkommen zu Berge im Porträt, der Mont Blanc. Die meisten von uns haben das Folgende schon in der Schule im Geografie- und Erdkundeunterricht gelernt. Der höchste Berg der Alpen ist der Mont Blanc. Und um gleich zu Beginn zu beruhigen, das kann ich so bestätigen. Doch das ist an dieser Stelle natürlich noch viel zu wenig Info. Der Mont Blanc ist ein Grenzberg. Er trennt die beiden Länder Italien und Frankreich voneinander, womit sich beide den höchsten Berg der Alpen teilen. Dabei haben die Italiener natürlich einen eigenen Namen für ihren höchsten Berg gefunden, um nicht den französischen übernehmen zu müssen. Hört man in Italien vom Monte Bianco, dann ist vom gleichen Berg die Rede, wie wenn in Frankreich vom Mont Blanc gesprochen wird. Der Name Mont Blanc hat sich europaweit aber trotzdem deutlich durchgesetzt, weil die Besteigungen vor allem in Frankreich ihren Ursprung haben. Mit 4807 Metern Höhe ist er fast 200 Meter höher als der nächsthöchste Berg in den Alpen, die Dufourspitze, und liegt von dieser rund 80 Kilometer weit entfernt. Mit seiner Lage und seiner Form hat der Berg aus Granit eine ziemlich besondere Rolle in den Alpen. Denn in seiner Region zeichnet sich das Klima vor allem durch etwas mehr Niederschlag als in den restlichen Alpen aus. Das wiederum führt dazu, dass die Gletscherschmelze langsamer vonstatten geht als in den Schweizer Westalpen oder auch den Ostalpen. Außerdem kommt noch seine Form dazu. Denn der Mont Blanc ist vom Gipfel aus nach Norden schauend sehr flach und buckelig. Wäre er 3000 Meter niedriger, würde er als Wald- und Wiesenberg im Allgäu durchgehen. Doch durch die Höhe und den flachen Aufbau sind seine Gletscher letztlich sehr groß und relativ gut erhalten. Letztlich führt dieser Aufbau dazu, dass auch seine Gipfel keine felsige Formation ist, sondern, wie es zum Beispiel auf der Dufourspitze oder dem Matterhorn der Fall ist, sondern eine Eismasse, die dementsprechend flach und fast schon unscheinbar und gemütlich aussieht. Hingegen von der Südseite der Mont Blanc durchaus zu beeindrucken weiß. Schließlich sind seine Südwestwand und auch seine Ostwand durchaus steil, abschüssig, mit großen hängenden Seracs überzogen und jedenfalls eine ausladende Angelegenheit. Gut, dass ihn Horace Bénédict de Saussure erstmals von seiner harmlosen Seite erkundet hat und so einen ersten großen Schritt in der bahnbrechenden Geschichte rund um den Mont Blanc getan hat. Machen wir also eine Reise auf in die französische Seite des Massivs, nach Chamonix. Heute der wohl berühmteste Ort neben Zermatt, wenn es um das Bergsteigen auf den höchsten Bergen der Alpen geht. War bis in das Jahr 1760 ein verschlafenes Dorf am Fuße des Mont Blancs. Bis dahin galt der Berg als eine Bestie. Seine Gletscher sollen Städte, die dem Hochmut verfallen sind, verschlungen haben, weshalb ihn die Einheimischen in Chamonix auch passend Montagne Maudite, also verfluchter Berg, nannten. Doch Saussure sollte mit dem Mythos aufräumen. Er setzte eine Belohnung auf die Erstbesteigung aus. Und prompt fand sich auch der Franzose Marc-Théodore Bory, welcher des Öfteren am Mont Blanc scheiterte. Doch damit traten Bory und Saussure eine Welle des Interesses aus. Der Berg, wohl eher nicht verflucht, sollte nun endlich bestiegen werden. Und das in den 80ern des 18. Jahrhunderts. Damit war er einer der ersten 4000er, die überhaupt jemals bestiegen wurden, nicht zuletzt deshalb, weil er bereits Jahre zuvor als der höchste Berg Europas festgelegt wurde. 1783 kamen der Bergführer Jean-Marie Coutet und ein Jäger dem Mont Blanc-Gipfel schon sehr, sehr nahe. Schließlich schafften sie es immerhin bis zum Dôme du Goutier und letztlich kam es auch durch diesen Weg zur ersten Schutzhütte am Mont Blanc. Doch weiter kamen auch sie nicht. Am 7. August 1786 war es aber soweit. Jacques Balmat und Michel-Gabriel Paccard versuchten sich erneut am Berg. Bereits 1775 haben die beiden Einheimischen aus Chamonix einen Versuch gewagt, doch an jenem Montag im Jahr 1786 sollte es passieren. Über den Gletscherbruch Jeanchon und das Grand Plateau bestiegen sie über die Nordseite erstmals den Mont Blanc, vollkommen im Alpinstil. Was an dieser Stelle klingt wie eine durchschnittliche Leistung von guten Bergsteigern, darf keinesfalls als eine solche Randnotiz stehen bleiben. Denn die Ausrüstung der beiden Bergsteiger zu dieser Zeit kann nicht mal mit den Worten einfach adäquat beschrieben werden. In Stoffhosen und Lodenjacken, mit einem Hanfseil bepackt, ohne Steigeisen, machten sie sich über Fels und Eis auf den Weg auf den Mont Blanc.
Mit dieser Ausrüstung würde heute kaum jemand den Gipfel des Mont Blanc zu sehen bekommen. Die Leistung dahinter ist in der Geschichte des Alpinismus tatsächlich einmalig. Nie wieder wurde in einer solchen Zeit eine solche alpinistische Leistung von zwei Bergsteigern vollbracht. Und gerade das zwei muss man hier nochmal extra betonen. Denn Besteigungen solch hoher Berge im Alpinstil waren zu dieser Zeit unüblich. Vielmehr war damals vor allem der Expeditionsstil eine anerkannte Form des Bergsteigens. Mit viel Logistik, hohem Aufwand und viel Personal. Doch Balmat und Paccard schafften eben das, was heute als die Geburtsstunde des Alpinismus gilt. Und das in vielerlei Hinsicht. Denn nicht nur mit dem Bergsteigen im Alpinstil war der Mont Blanc und die Franzosen echte Vorreiter. Auch das Bergsteigen der Frauen war in Frankreich keine Seltenheit. 1808 schaffte es bereits die erste Frau, Marie Paradis, auf den Gipfel des Mont Blancs. Zu dieser Zeit waren Frauen in den Ostalpen noch quasi unerwünscht. Und bereits 1838 schaffte es die erste Frau vollständig ohne Hilfe von Männern auf den Gipfel. Der Mont Blanc gewann zunehmend an Bedeutung und nicht nur für Alpinisten und Abenteurer. Auch der französische Adel wollte den Mont Blanc sehen. So gibt es Zeichnungen und Schriften, die belegen, dass französische Adelige im 19. Jahrhundert teilweise selbstständig durch die Spaltenzonen der Gletscherbrüche navigierten und teilweise auch auf Sänften getragen wurden. Kein Witz übrigens. Durch diese Entwicklungen wurde der Mont Blanc letztlich berühmt, nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Führende Alpinisten des 19. Jahrhunderts wollten auf dem Mont Blanc, dem höchsten Berg Europas, stehen. Und mit Chamonix stand der ideale Ausgangspunkt bereits zur Verfügung. Die Bedingungen für einen Modeberg konnten also über die Jahrzehnte eigentlich gar nicht besser sein. Und dazu kommt seine Schwierigkeit. Denn die ist über den heutigen Normalweg, über den Dom du Guittier, äußerst moderat und zählt damit zu den einfachsten 4000er Normalwegen in den Alpen. Denn mit peu difficile als Schwierigkeitsgrad, einer äußerst ausgezeichneten Hütteninfrastruktur, einer Wegfindung, die der Wegfindung auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg gleicht, und einem dichten Netz an Bergführern ist der einzige Faktor, der dem Mont Blanc heute noch bleibt, die Höhe. Und hier habe ich ja bereits einige Male erwähnt, der Mont Blanc gilt als höchster Berg der Alpen. Und das ist unbestritten. Doch viele behaupten, dass der Mont Blanc auch als höchster Berg Europas gilt. Ob das so stimmt, das kommt ganz darauf an, wie man Europa am Globus definiert. Trennt sich Europa an der Wasserscheide des Kaukasus von Asien? So gibt es in Europa noch unzählige höhere Gipfel, wie den Elbrus, den Diktao und viele mehr. Lässt man den Kaukasus, das Kaukasusgebirge jedoch außen vor, so ist der Mont Blanc tatsächlich der höchste Berg. Die meisten Bergsteiger definieren heute jedoch den Elbrus als den höchsten Berg Europas, sodass dem Mont Blanc höchstens noch der Titel des höchsten in den Alpen geblieben ist. Oder wie ein befreundeter Bergführer mir mal sagte, für meine Gäste war stets der Elbrus der höchste Berg Europas, bis wir auf dem Gipfel des Mont Blanc standen, ganz plötzlich war der Mont Blanc der höchste Berg Europas. Ich finde, das kann man genauso stehen lassen. Über die Jahrzehnte hat der Monte Bianco natürlich auch noch viele weitere neue Aufstiegswege erhalten. Und vor allem die Tatsache, dass der Mont Blanc kein freistehender Solo-Gipfel ist, sondern durch das Mont Blanc massiv viele Nachbargipfeln hat, ist immer was los um den Mont Blanc. Die schwersten alpinen Kletter- und Eistouren Europas versammeln sich rund um den Mont Blanc im Massiv und enden auf der Aiguille du Midi, dem Point Walker oder dem Dom du Miage. Wobei über all diese kleineren Gipfel auch stets leichte Wege zum Mont Blanc führen. Das Mont Blanc Massiv und der Mont Blanc für sich machen sich damit zu einer gewaltigen Spielwiese des Alpinismus, auf der jede Schwierigkeit verfügbar und seine Begeher findet. Ganz egal, ob verhältnismäßig einfach über den Normalweg auf den Mont Blanc oder über extrem schwere Varianten über den Walker-Pfeiler auf die Grand Jorasse. Natürlich darf man, wenn man über den Mont Blanc redet, das Thema Massentourismus nicht außen vor lassen. Man ist fast schon verpflichtet, darüber aufzuklären, dass der Mont Blanc heute eine Touristenattraktion ist. Führungen sind beliebt wie noch nie. Die Gruppen an Bergsteigern, die sich an den einfacheren Normalweg trauen, reißen aber ebenfalls nicht ab. Im Hochsommer bedeutet das täglich Stau und das Reservieren der Hütte ist 6 Monate im Voraus fast schon spät dran. Die Beliebtheit des Mont Blancs ist keineswegs unbegründet. Der Mont Blanc ist kein Instagram-Trend und auch keine vorübergehende Erscheinung. Seit 250 Jahren ist der Mont Blanc ein faszinierendes und anziehendes Ziel für Alpinisten aus der ganzen Welt. Menschen aus Amerika, Asien und Australien reisen an, um auch einmal auf dem höchsten Berg der Alpen zu stehen. Das hat letztlich einen Grund. Und wer sich diese Bilder hier auch nur für einen Moment ansieht, wird keine weitere Erklärung brauchen.
Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal für mehr und gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, das als kleine Unterstützung. Ich freue mich natürlich auch über euer Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghain!